Wir sind heute beim Verband der alleinerziehenden Mütter und Väter. Bei mir ist die Geschäftsführerin Frau Schmehl. Würden Sie uns kurz erzählen, was macht Ihr Verband eigentlich? Guten Tag. Ja, wir sind eine Interessensvertretung für Alleinerziehende und zwar auf politischer Ebene und machen aber auch ganz konkret Angebote hier, Beratungen, Gesprächsgruppen, offene Treffpunkte und wir erstellen auch Broschüren zu wichtigen Themen. Wir sind ja jetzt unterwegs, weil wir uns zum Thema Kinderarmut unterhalten wollen. Alleinerziehende sind überdurchschnittlich oft von Kinderarmut betroffen. Was haben Sie für Erfahrungen gemacht? Was macht es in den Familien, wenn Kinder in Armut aufwachsen? Was macht das mit den Kindern? Ja, für die Kinder ist es sehr schwierig, denn sie können letztendlich auch nichts ändern an ihrer Situation. In Deutschland ist es so, dass die Kinderarmut darauf begründet ist, dass die Eltern auch in schlechten finanziellen Verhältnissen leben. Das heißt, sie müssen sich einfach damit arrangieren. Und wenn die Eltern besser versorgt wären, wenn die Leistungen da besser klappen würden, dann würde es den Kindern sicherlich auch besser gehen. Und wenn Sie sich jetzt eine konkrete Forderung aussuchen könnten, was würden Sie sich von uns als Politik da wünschen? Ja, für Alleinerziehende ist ein ganz großes Thema das Thema Unterhalt. Also es sollte viel selbstverständlicher sein, dass die Kinder auch einen Unterhalt bekommen vom anderen Elternteil. Dann ist ein großes Thema natürlich, wenn ich auf soziale Leistungen angewiesen bin, dass wir eine hohe Bürokratie haben in Deutschland. Und es schön wäre, wenn die Antragstellungen vereinfacht würden. Eine Kindergrundsicherung ist eine Forderung, die wir schon seit langem haben und die das sicherlich leichter machen würde. Das Thema Wohnen ist in Berlin ein großes Thema, also auch Wohnraum zu finden, der bezahlbar ist und nicht noch von dem bisschen Geld, was ich habe, vielleicht noch was zugeben zu müssen, um meinen Wohnraum erhalten zu können. Das sind so Themen, die wir hier in Berlin haben. Ja, vielen Dank, das nehmen wir gerne mit. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Gerne.